Ich begrüße herzlich zu einer neuen Folge von Ratchet & Clank auf der PlayStation 4 und ich weiß auch gerade gar nicht so genau, was jetzt gemacht wird, weil ich gerade ein paar zwischenmenschliche Dinge getan habe. Aber auf jeden Fall können wir heute mal eine Bildschirmfilter... Nein, niemals. Also bloß keine Bildschirmfilter, das sieht grauenhaft aus. Wir können heute mal die hinreißenden Ringe ausprobieren und gleichzeitig als Stan Johnson durch die Gegend laufen. Vielleicht tun wir das Ganze in einem chromatischen Anzug und einem Flugzeug, das eloxiert ist. Wahrscheinlich habe ich gerade die grauenhaftesten Einstellungen aller Zeiten aufgelegt. Egal, mal gucken. So, ich bin Dan Johnson. Ich verstehe immer noch nicht, wo der Witz daran liegt. Ich weiß nicht, wer das ist, aber das ist jetzt der Tipp hier. Ich habe einen chromatischen Anzug und mein Flugzeug ist ebenfalls so chromatisch. Das passt sogar. Dann fliegen wir gerade los zum nächsten Planeten und schauen uns an, was da so auf uns wartet. Weil wir sind da jetzt hiermit fertig. Wir müssen herausfinden. Gebe nach Gaspar. Das war sogar ein recht lustiger Planet, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja. Spaß, Leute. Ja, nee, wir haben. Der Planet wird auch sehr wahrscheinlich die ganze Folge füllen, weil da gibt's was zu sammeln und zwar Gehirne. Aber dazu kommen wir gleich. Ich nehme schon wieder alles weg. Ich spoilere ja bis zum geht nicht mehr. Hirne, ja, wir sammeln Gehirne gleich. Denn hier gibt es Telepathopusse. Ich glaube, das war der richtige Name. Das sind irgendwelche fliegenden Oktopusse, die teleportieren und sowas. Und die haben Gehirne. Und die sammelt jemand und die müssen wir später sammeln. Dazu kommen wir noch. Boah, der Johnson, das sieht episch aus. In Ordnung. Besorgen wir dir ein neues Düsenpack. Ja, das ist ein neues Düsenpack. Und da können wir irgendwas kaufen. Das billigste ist, glaube ich, 130.000. Ja, leider, da können wir nichts kaufen. Oh, die Ratchet & Clank Ringe. Ach, die Ratchet & Clank Ringe. Ratchet träumte davon, auf dieser Grindschiene zu gleiten. Das würde er auch tun, sobald er Grindschuhe findet. Ja, hält doch bloß Grindschuhe. Kann man auf den laufen? Nee, kann man nicht. Man wird runtergeschlagen, weil man noch nicht sauer. Das ist auch cool. Man wird geschlagen vom Spiel, weil man versucht, was zu machen, was man nicht machen soll. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Sonic-Ringe. Ratchet wird Verwendung für diese Tankstelle haben, sobald er das Düsenpack hat. Gut. Nefarius hat hier. Wir brauchen Kram, den kriegen wir hier. Das kann man wohl sagen. Sehen wir uns hier mal um, ob wir was finden. Okay, wir waren auf jeden Fall gerade dabei, Waffen aufzuleveln. Und das ist unter anderem der Protonen-Proto-Fragmentierer. Wir defragmentieren nicht, wir fragmentieren. Das hat seine Gründe. Vielleicht irgendwelche, die ich jetzt noch nicht so ganz verstehe. Aber wir fragmentieren erst einmal, wir defragmentieren nicht. Und um weiterzukommen, müssen wir an der Tür anklopfen. Verstärkte Tür. Warum ist alles aus Metall hier immer extra dick? Diese Beleidigung werde ich überhören. Oh, diese Beleidigung, die derben Beleidigungen gegen Roboter ausspricht. Am Fuß erwischt, war draußen tödlich. Wir haben hier Gäste. Wir haben Gäste, das hast du richtig erkannt, Nefarius. So, ich brauche meinen Proto-Fragmentierer und meinen Multiplikator. Ist schon wieder weg. Ich hoffe, euch gefällt meine Anlage. Denn ihr kommt hier nie wieder raus. Bist du dir da ganz sicher, dass wir nie wieder rauskommen? Das würde ich so jetzt noch nicht unterschreiben. Aber wenn ihr das denkt, dann wollen wir dem natürlich nicht entgegenwirken und das Ganze supportend unterstützen und ebenfalls vielleicht nicht mehr gehen. Ich meine, wer würde da nicht gerne hier in einem Planeten voller Lava und so sitzen bleiben? Das hört sich doch ganz lustig an. Und dieser laufende Schlüssel ist auch tot, die kann keine Gegner mehr spawnen. Gehen wir weiter auf diesen Platz und auf den. Und da vorne sind Leute, die glauben, sie könnten mit ihrem Geschütz mir was ausmachen. Weißt du, generell hättest du recht, wenn ich nicht schießen könnte. Was? Ich hab doch geschossen. Ich wollte gerade fragen, wieso ist er nicht gestorben? Der nächste will. Der nächste wollte. Es tut mir so leid, meine Leute, aber ihr seid zu langsam. Klopfen wir an und zerstören die Tür, denn wir müssen auch hier durch. Ups, das sind Leute. Huch, das sind ganz viele Leute, vor allem Leute, die mir zu nahe kommen. Ah, da ist von oben runtergeschossen, glaube ich. Da hätte ich nicht direkt reinrennen sollen. Ah, guck mal, da kommen sie wieder. Okay, diesmal aber ohne reinrennen. Also eigentlich will das Spiel hier, dass man jetzt, das
Schnellgewehr, der Schnellschuss teilnimmt. Aber nee. Wir wollen die Waffen leveln. Ich benutze diese Geschützzimmer nur gerne. Ich meine, ich bin geschützt währenddessen und ich treffe alles, aber ich level währenddessen meine Waffen nicht. Die Forschungsstation. Gehen wir mal hoch und schauen uns nach, was es hier so zu holen gibt. Ein Düsenberg mit Dan Johnson. Ich fühle mich gemein, dass ich ein kleines Hühnchen erledige mit dieser Waffe hier. Oh, Hunde. Ach, das wird so nichts. Ich weiß, da hinten ist so ein Spawner. Huch, den wollte ich gar nicht benutzen. Ich will das hier benutzen. Hier fliegt einfach viel zu viel herum. Stellt euch vor, ich würde das nicht in HD aufnehmen. Das würde kein einziges Aufnahmeprogramm hinkriegen. Ich meine, das würde keine einzige TV-Karte... egal. Stellt euch vor, ich würde das nicht in einem verlustfreien Codec aufnehmen. Das würde keiner hinbekommen. Schade, ich wollte ihn abschießen. Jawohl, es ist ein Streich. Oh, die Munition ist alle. Huch, da ist ja Feuer. Wo kommt das denn her? Warte mal, habe ich überall eine Waffe, die gelevelt werden muss? Der Brenner zum Beispiel. Mir fehlt irgendwie so eine Waffe, die sich spielt, die irgendwie dieses gute alte Geräusch von der Kerbe macht, dieses. Na, ich glaube, keiner weiß gerade, was ich meine, aber egal. Mir fehlt eine schon tolle Waffe mit tollen Geräuschen. Die ADR macht so tolle Musik, aber das sind keine Geräusche, das ist Musik. Und ja, Musik sind keine Geräusche. Ja, der hier will mir aber böse an den Graben. Das tut mir leid, aber Explosionen gehen leider auch hinter dich. Ich renne dich gerade mal. Oh, er ist schon tot. Oh, ist doch schön. Hey, wir sollten mal wieder anklopfen und auf die Türen schießen, damit Nefarious weniger Türen hat. Meine Güte, geht's ja laut zu. Das ist ein sehr chaotischer Planet, aber im Chaos regiert der, der eben kein Chaos hat, schätze ich mal. Ich weiß nicht, treffe ich irgendwas? Ich sehe nichts. Das Rosa von dieser Bombe ist zu groß. Ja, da ist ja sogar so ein Scheiß. Da ist ja sogar so ein Schiff. Ich glaube, da sollte ich anders vorgehen. Nein, kein Ding. Kein Ding. Geh rausschmeißen. Ich schieße einfach mal gerade in die Luft. Höre, wie Leute irgendwie sterben. Und keine Ahnung. Leute sterben. Und Dinge fliegen in die Luft. Ich glaube, mein Multiplikator steigt auf. Sieht auf jeden Fall mal nicht schlecht aus. Machen wir das auch gerade mal mit dem da. Ich glaube, der fliegt zu weit, oder? Heilige, wie weit kann ich das schießen? Das sieht gut aus. Sieht gut aus. Funktioniert. Ja, funktioniert. Okay, dann noch den Brenner ausrüsten. Oh, der ist auch tot. Ja, hat funktioniert. Immer einfach eine Kugel und jemand einfach in den Weg werfen. Und das funktioniert irgendwie. Drehfeldschloss. Um es zu umgehen, muss das Duo alle drei Druckfelder gleichzeitig aktivieren. Ach nee. Tatsächlich. Ja, hat gut funktioniert. So macht man das, Leute, auf dem Schlachtfeld. Man wirft eine Bombe, schaut nicht hin, was passiert. Und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit funktioniert es irgendwie. Natürlich muss man währenddessen aufpassen, dass man nicht im Radius der Explosion steht. Was hier relativ egal ist, weil meine eigenen Waffen mir keinen Schaden machen können.
Jetzt hören wir halt grinden mit Stiefeln, die rot sind. Dan Johnson, jo. Auf der Suche nach dem Düsenpad setzte Ratchet seine neuen Grindschuhe ein, um den Planeten zu erkunden. Oh, da fällt mir ein, ich kann was Neues kaufen. Ah, der Rausschmeißer würde ich mir gerne teurer kaufen. Na, der Magma-Brenner habe ich ja das schon zur Conjunior. Der schwere Rausschmeißer, so, den kann man nochmal aufbessern. Ich könnte die Räder ja mal aufbessern. Wobei, ich benutze die eigentlich nicht. Ja, egal. So, wir haben den mega schweren Rausschmeißer. Yay. Er ist mega schwer. Und auch so ist mein Geldbeutel. Das ist richtig. Ich meine, vom Prinzip könnte man hier auch einfach langlaufen oder lang fliegen. Oder anders gesagt, rein theoretisch ist das ja eigentlich gar nicht möglich, dass man hier so einfach dem Springen dieser Schiene folgt. Aber wir hinterfragen selber nicht. Grinden hier lang und springen ganz cool auf eine nebenliegende Schiene und schlagen auch ganz cool die Bälle hier weg. Und weil wir den Rausschmeißer jetzt haben, werfen wir ihn raus. Und zwar die Kugel. Wir schmeißen sie ganz schwer heraus. Und auch das kommt da vorne ganz gut zum Tragen. Denn hier kommen so eine Gegner, die mit der Wand weglaufen. Na, da kann ich noch nichts machen, weil ich noch keine, kein Düsenpack habe. Aber ich kann das Rachitanium mitnehmen. Und Rachitanium ist doch auch etwas wert. Zumindest mehr als die Luft. Die Luft ist ein gutes Gut. Irgendwann werden wir dafür Steuer zahlen. Ich sehe es voraus. Ich weiß, wie ihr seid. Ihr seid der Lombax und der Comfort aus den Nachrichten. Ha, und du bist der gesichtslose Scherge, der mit Drake die Galaxie terrorisiert. Das mache ich nur tagsüber. Meine wahre Passion ist die Laienneurowissenschaft. Ich sammle hobbymäßig Telepathobus-Hirne, und zwar seit ungefähr einem Jahr. Du sammelst Hirne als Hobby? Ich begebe mich mal auf dünnes Eis und sag, du bist Single. Hirne zu studieren ist eine ehrenhafte Aufgabe. Hätte ich Zugriff auf die übersinnlichen Fähigkeiten dieser Telepathobusse, wäre ich in der Lage, eine Armee aufzustellen. Dann werden wir sehen, wer glaubt, mein Essen aus der Büroküche klauen zu können. Ich meine, ich kann der gesamten Blattgemeinschaft einen Dienst erweisen. Also, wenn du mir ein paar Telepathobus-Hirne beschaffen würdest, gebe ich dir dieses Düsenpack. Ja, gesagt, getan, unser freudiger Abenteurer stürzte sich in das Schlamassel und schlug hier gegen das. Das ist ja ekelhaft. Ach, tatsächlich. Hier, nimm mein eines Hirn. Ratchet wird Verwendung für diese Tankstelle haben, sobald er das Düsenpack hat. So, und für viele, die das nicht wissen, das ist ein Telepathobus und der sieht so aus. Und da der Typ mich nicht sieht, kann ich einfach auf ihn draufhalten und so töten. Und gleich mal drei Hirne kassieren. Wenn sie irgendwann mal kommen wollen. Kommen die irgendwann mal? Da oben fliegen sie, glaube ich, gerade an. Ja. Geld und Hirne. Hirn und Geld. Das war sehr schön. Ich liebe die Sniperwaffe in jedem Ratchet & Clank-Spiel. Das ist so ziemlich die erste Waffe, sobald ich sie erhalten habe, die ich auf das volle Maximum auflevele. Aber jetzt in diesem einen kleinen Beispiel ist dann wiederum das doch praktischer. Hoppala. Ein Dreh-irgendwas-Schalter. So. Schön, dass wir das auch alles geregelt haben. Und wir können immer noch nicht fliegen. Wollen wir den Satz von Captain Quark nochmal hören? Aber sicher. Was? Rede, Captain Quark. Rede mit mir. Oh Mann. Er redet nicht. Schade. Sehr schade. Huch, ich wollte eigentlich gerade schießen. Ich wollte mich da festhalten.
Das ist eigentlich auch eine recht schöne Verbesserung. Früher musste man immer die Apparate wie den Greifhaken selbstständig auswählen. Das heißt, so viel wie man hat, Stunden damit verschwendet, einen Apparat auszuwählen. Es ist schön, dass das mittlerweile von alleine passiert. Aber ich will mehr als nur das Düsenpack. Ich will den Kopf von diesem Teleporterbus. Da-dum, da-dum, da-dum. Der Plasma-Wüserich. Und drei Hirne mehr. Gut, die erste Level voller Stufe. Dafür habe ich sogar ein Achievement gerade erhalten. Wunderbar. Und da hoch komme ich noch nicht, weil ich noch nicht hochfliegen kann. Wie haben die mich gekriegt? Ja, super, ich bin wieder eingekesselt. Das ist toll. Dann kann dieses Spiel sehr leicht eingekesselt werden und dann nicht mehr rauskommen. Das geht leider zu einfach und dann ist man im Grunde tot, weil man nicht mehr wegkommt. Und man verliert nebenbei im Herausforderungsmodus seinen Multiplikator, aber das ist anscheinend nicht ganz so wichtig. Für mich schon, aber für andere nicht. So. Wir haben nebenbei genug Karten, glaube ich, um uns die letzte Karte, die noch fehlt, anzuschaffen. Und das war die hier. Drakes Büro. Wunderbar, ich habe alle 100% aller Karten, alle Boni. Cool. Oh. Schlüsselstärke plus 100%, Boltabwurfmenge 30%, Rachitanium. Oh, das ist ja cool. Es bringt mir halt nur jetzt überhaupt nichts mehr Karten zu sammeln. Ich frage mich, wie weit die Zahl nach oben gehen kann bei Duplikate. Naja, vielleicht gibt es da irgendwo ein Limit. Das werden wir vielleicht doch in diesem Let's Play erfahren. Ich glaube nicht daran, aber man weiß ja nie. Gut, dann gehen wir mal gerade einkaufen. Und gehen nun unsere Düsen-Chatpacks abholen. Wie abgemacht! Bitte sehr, ich sage dir was. Ich habe ja einen streng geheimen Drag Industries Infobot. Wenn du mir noch ein paar Hirne bringst, wäre ich bereit, ihn herzugeben. Du bist echt von Hirnen besessen, oder? Ja, bin ich. Und mit diesem Düsenpack wurde Ratchet zur fliegenden Geißel der tausend Welten. Oder zumindest war das Pendeln jetzt etwas leichter. Ratchet nutzte das Düsenpack, um hoch über feindliches Gebiet zu fliegen. Und deswegen musste er jetzt kurz einen Satz von sich geben. Auch gut. Auf jeden Fall, was ich jetzt damit machen kann, ist, ich kann so ziemlich überall hinfliegen. Auch hier zum Beispiel. Ja, aber wo ich tatsächlich hin möchte, ist... einmal hier Rachitanium, hoffentlich kriege ich das gleich, dass ich in die Lava gefallen. Ich möchte. Ja, hier ist nämlich ein geheimer Abschnitt, wo man Goldberg kriegen kann später, aber da möchte ich eigentlich auch nicht hin. Ich möchte. Wo ganz anders hin. Und zwar. Irgendwann finde ich's. Irgendwann darf ich meinen Satz beenden, vielleicht. Irgendwann darf ich vielleicht hier sagen. Ja, nebenbei hier wäre der Goldbolt gewesen, wenn man ihn noch nicht hätte, aber ich habe ihn ja schon. Ja, wo ist denn das eigentlich jetzt? Ich glaube hier hinten irgendwo. Nee, doch nicht, ne? Ich bin leicht überfragt, ich weiß nicht, wo ich hin will. Will ich nicht hier hin? Ich könnte schwören, ich will hier hin. Oder will ich hier hin? Nee, will ich doch nicht. Alter, ich weiß nicht, wo ich hin will. Ja, leider weiß ich nicht, wo ich hin will. Aber das ist kein Problem. Dann fliegen wir halt dahin zurück, wo ich auf jeden Fall hin will. Wo ich auch weiß, dass ich dahin will. Ah, dahin, ah, gefunden. Da hinten ist es ja. Da wollte ich hin. Da ist so ein Flugzeug, ja? Verpixeler. Ah, das sieht aber schön verpixelt aus. Ich muss fliegen können.
Aus der Luft geht alles besser. Und das hat das meine Mutter immer gesagt. Und Mami hat immer recht. So, aber was wir trotzdem tatsächlich noch schlauerweise machen, ist, wir werfen während dem Fliegen ein paar Bomben ab. Und hoffen, dass sie besser funktionieren als alles andere. Oh, die bilden ein Dreieck. Wie schön ist das denn? Und wir fliegen weiter, hoch hinaus, denn dort oben, da wohnt der Klaus mit seiner guten Frau, der Birgit. Warum auch immer die jetzt Birgit heißt. Da ist kein Gegner mehr, ne? Ne, ist keiner mehr. Die Reichweite ist ja wirklich sagenhaft von diesen Teilen. Ach, ich liebe dieses Jetpack. In der Luft zu kämpfen ist wahrlich ein Spaß. Ich kämpfe gerne in der Luft, das macht wirklich Spaß. Wo war denn der letzte Schalter? Ah, da unten. Ich glaube, das klappt noch okay. Hier war früher auch ein Goldboot, weil der fühlt sich ganz irre. Bis ich ihn halt dann hatte. Ja, hier gibt es nichts mehr zu holen. Da wollte ich nur mal kurz vorbeischauen, weil diesen Ort übersieht man ganz gerne mal. Wenn man die alle Hirne finden will. Es gibt hier, glaube ich, so irgendwie 60, 80 Hirne. Und man übersieht diesen Ort mal ganz gerne. Zumindest ist das mir schon oft passiert, weil man von da hinten dann diese Plattform da oben gerade drauf gucken, von der aus sie hinfliegen soll. Und die habe ich am letzten Mal, wo ich hier gewesen bin, einfach ewig gesucht, bis ich das gefunden hatte. Und gut, jetzt wisst ihr das auch. Jetzt findet ihr vielleicht schneller durch die Wälder durch. Ich weiß auch nicht ganz, soll ich alle Hirne holen oder nur die, die ich brauche zum Durchspielen? Ich tendiere ja mehr zu allen, weil dann sieht man wenigstens die ganze Welt. Cool, der will angreifen. Mein Multiplikator ist schon wieder futsch. Weil die so lange leben, stirbt doch einfach schneller mal. Oh, die Munition ist alt, da brauche ich meinen Rausschmeißer. Ja, das mit den Triebfeldern habe ich schon verstanden. Nur wenn ich nicht mehr fliegen kann, wird das nicht. Du hast ja eine meiner Teleportobus-Fallen gefunden. Du musst ihn befreien, bevor du sein Helm einsammeln kannst. Oh, ich dachte, ich stand sicher. Oh, ich habe wieder was zum Fliegen. Gut, dann töten wir den Guten. Was für eine Waffe hat mit der hier? Oh, okay, das wird dann doch nichts. Flieg! Aber ohne Erfolg. Auch der sieht ja wunderbar aus. Könntest du mal näher kommen, damit ich dich auch treffen kann? Irgendwie, ich treffe den von hier nicht so wirklich. Probieren wir mal den mit dem Brenner. Da-dam, da-dam, da-dam. Die Dinger sind an sich schon recht gefährlich, weil man nicht so wirklich zielen kann mit den Teilen. Ne, weil die einen angreifen und gut zielen können. Hat aber gut funktioniert. Gut. Dann, keine Ahnung, irgendwie, ich muss wieder fliegen können. Wo ist eine Tankstation? Hm. Hey, was mir gerade auffällt. Ich bin Wissenschaftler und verbringe meine Zeit mit Hirnen. Also sollte ich mich bei Partys als Hirnwissenschaftler vorstellen. Das macht viel mehr Eindruck als ein Blog Außenposten Beratungsassistent. Das macht immer noch nicht viel Eindruck. Bin ich jetzt wirklich fast gestorben, weil ich nur mit meinem Protonen-Ding darum arbeiten möchte? Na guck mal da, das Düsenfeld füllt sich automatisch immer mit so 25% nochmal auf.
schön, dass auch Pflanzen tanzen können. Huch, die Lava habe ich nicht kommen sehen. Schon an einem Telepathobus hirn gerochen. Riecht wie Zuckerwatte. Merkwürdig, oder? Habe ich aber mal gerade dahin geworfen, um meine Erfahrungspunkte zu erhöhen. Ich würde ja Hirne selbst sammeln, aber mein Arzt hat mir gesagt, dass ich unter einer schlimmen Form von Truthahnsehen leide. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber er meinte, ich soll möglichst lange an ein und derselben Stelle stehen. Dann halt es von selbst. Vielleicht sollte ich eine zweite Meinung einholen. Hübsche, hübsche Hirne, komm zu Papa. Wieso habe ich... Warum habe ich eine Trophäe erhalten, die Spitzenschütze heißt? Was genau habe ich gerade getan? Egal. Ich würde gerne wieder fliegen können. Ah, da ist er. Da hinten ist sogar ein... eine Tankstation. Ich glaube, ich bin fertig mit dieser Ebene. Holen wir gerade nur das Geld. Ja, hier bin ich vorhin noch gestorben, glaube ich, ne? Na gut, ich bin jetzt nicht mehr tot. Das ist ja gut daran. Wir könnten da den Teleportopus, die dann auch rumfliegen, töten. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Vielleicht mit dem Megabrenner. Macht ja schon recht viel Schaden eigentlich. Nur halt nicht ganz so viel. Ja, ich muss fliegen. Außer mir sammelt in der gesamten Galaxie niemand Teleportopus-Hirne. Sind meine Experimente erfolgreich, werde ich wissenschaftlicher Pionier. Sind meine Experimente ein Reinfall, ist das alles hier sinnlos. Mit dem auch sei. Wenigstens bin ich beschäftigt. Ja, wenigstens ist er beschäftigt. So, habe ich irgendwas, was irgendwie gelevelt werden müsste? Außer dem Kram, den man auf den Boden wirft? Nee, ne? Das ist blöd. Na, ich darf irgendwie... Der fliegt so viel Kreise. Komm doch her. Ich habe sogar extra mein Ladegerät aufgeladen für dich. Ich glaube, ich treffe nicht. Kann das sein? Ich muss zurück. Der Typ fliegt mir zu weit weg. Und ich habe immer noch nicht. Na, ich habe mich getroffen. Ich war zu weit weg. Kann bitte ich mich mal wieder aufladen? Dankeschön. Gut so. So, zielen. Und... dahin. Oh, sie greifen an. Ah, sie sehen mich von hier. Na gut, davon ging ich jetzt nicht aus, dass sie mich sehen würden. Oh, die da oben, glaube ich, sehen mich auch noch. Aber, da bin ich mir noch nicht so sicher. Deswegen werfe ich eine Bombe. Und werfe noch eine. Und dann hoffentlich funktioniert das. Und weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das nicht funktioniert, muss ich noch draufschießen. Oh, hat funktioniert. Wunderbar. Oh, meine Waffe soll. Ja, das hätte ich vielleicht sehen können. Habe ich sie alle erwischt? Ich glaube, ja. Ah, der Telepathopus ist frei, ne? Dann benutzen wir mal unseren Aggressor. Größtenteils deswegen, weil ich keine Munition mehr habe. Verdammte Scheibe. Bin tot. Warum bin ich bloß runtergefallen? Ich habe vergessen, dass da kein Boden eventuell... Die Telepathopus-Armee gehört so gut wie mir. Hier ist dein Infobot. Denk dran, du hast ihn mit von mir. Guck
Guten Abend, liebe Gabel. Vorsitzender Drake hier. Mit Neuigkeiten zu unserer Suche nach einer neuen Heimat. In den nächsten Tagen bemerkt ihr womöglich gesteigerte Blag-Aktivitäten in der Galaxie. Das mag vielleicht die Schutztruppen alarmieren, ist aber unbedingt nötig, um unseren Erntern einen sicheren Transportweg zu gewährleisten. Paradebeispiel, das Sternwacht-Abwehrgeschütz auf Batalia. Diese Boden-All-Ionen-Kanone schützt die Galaxie schon vor Invasionen, seit wir erstmals unter die Erde fliehen mussten. Ist sie erst außer Gefecht, kann unser ruhmreicher Plan fortgeführt werden. Es laufen bereits Vorbereitungen, also keine Angst. Zieht es durch, etc. bla 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 bla. Sind die Sternwacht und ihre umliegenden Truppen erst eliminiert, beginnen wir mit den letzten Phasen meines Plans. Wir müssen verhindern, dass Drake das Sternwacht-Abwehrgeschütz zerstört. Meinen Aufzeichnungen nach befindet sich die Kanone auf Batalia. Hoffentlich sind wir noch nicht zu spät. Falls du an etwas Arbeit interessiert bist, ich bezahle eine gute Belohnung für jedes der noch übrigen Hirne in dieser Gegend. Findest du sie alle? Gibt sogar noch einen Bonus obendrauf? Dieser Bonus war nicht immer Raritanium. Da war früher mal was anderes drin, aber ich krieg jetzt die Raritanium, weil ich die richtige Belohnung schon habe. Ich glaube, das war irgend so ein... Das ist so ein Omnischlüssel-Upgrade, das dafür sorgt, dass ich Kisten einem größeren Radius mit der Schlauertaste zerstören kann. Nun gut, das kriege ich halt jetzt nicht mehr. So, ich habe aktuell einen Multiplikator von 0, deswegen sollte ich meine Hirne noch nicht abholen. Wir holen mehr Hirne und erhöhen den Multiplikator. Und dann geben wir ab, denn das gibt viel Kohle. Und wer möchte da nicht viel Geld haben? Oh, hoppala. Da waren Vögel. Die haben mich erschreckt. Gut, dass die Vögel alle weg sind. Okay, gut. Wie mache ich das jetzt mit dem Typen, der da gleich vorne kommt? Ich hätte auch ein bisschen Geld. Ich könnte mir vielleicht eine neue Waffe bald wieder kaufen. Ich glaube, ich treffe ihn, oder? Yep, ich treffe ihn. Ich mache gerade mal 3. Ja, wie wenig Prozent Schaden ich mache. Ja, das ist das Schlimme, diesen Teil zu treffen so gut. Ja, ich mache ihn einfach weg mit meinen, keine Ahnung, mit dem hier. Oh, ich habe nichts mehr zum Fliegen. Kann ich irgendwo mein Fliegen auffüllen? Da unten komme ich dahin ohne Probleme. Ja, doch, stimmt. Das lädt sich von alleine wieder auf. Und Feuer frei! Schmeißen wir die Gegner raus. Da-dam, da-dam, da. Stufe 7. Level up. Yay, das freut den Dan Johnson. Und noch viele andere Dinge. Zum Beispiel mein Ego freut es ebenfalls. Ich meine, immer ich müsste laut hier rumschreien, weil die Musik auch so laut ist, aber dabei ist sie gar nicht laut, zumindest nicht später im Video. Vielleicht doch, muss ich noch gucken. Ich habe noch kein einziges Video von Ratchet & Clank bearbeitet. Ich weiß noch nicht genau, wie das mit dem Bearbeiten ablaufen wird. Ja, der Multiplikator ist schon mal bei 5, das ist auch schon mal ganz nett. Vielleicht kann ich den Multiplikator da auch halten. Ja gut, ich könnte mal was probieren. Kann ich bis ganz dahin werben? Wahrscheinlich nicht. Nee, geht auch nicht. Boah, das ist noch ein Hirn. Hätte ich fast übersehen. Nee, trifft nicht ganz. Aber jetzt hat's getroffen. Und sie sind alle tot. Ist eigentlich traurig. Ist da oben eigentlich noch ein Hirn? Oder oben ist wirklich noch ein Hirn? Das wollte ich holen. Sieht nämlich frei herum und keiner will es. Und doch, ich will es schon, aber ich habe es nicht. Na, ist da noch ein Gegner?
Ich glaube es nicht. Das Problem an dieser Rausschmeißerwaffe ist halt, dass ich Hirne freilege und sie aber nicht einsammle, weil ich sie noch nicht habe, weil ich halt eben nicht neben dran stehe. Ja, es gibt genau 60 Hirne neben den normalen 20 oder so. Hier ist nichts. Hallo, das war Raritanium. Und da oben drauf ist ein Hirn. Na, hier war irgendwo noch was, was ich holen wollte. Da hinten, genau, hier, ne? Ganz viele Gehirne. Na, da war das Gehirn, das ich noch haben wollte. Das ich noch nicht habe. Okay, gehen wir da mal hoch. Und irgendwie sterben die Vögel nicht so wirklich. Da müssen wir halt nachhelfen. Ja, irgendwie sterben die nicht so wirklich. Da muss ich halt mit, keine Ahnung. Was haben wir denn so Schönes hier? Dem hier. Ja, ich habe einen relativ hohen Multiplikator. Jetzt könnte ich die Hirne allmählich mal einsetzen. Vielleicht sollte ich aber auch erstmal meinen Fliegen darauf füllen, weil ich kann nicht mehr fliegen. Wo wäre denn der beste Ort dafür? Hier in der Nähe vielleicht. Ich konnte die irgendwie nicht weiter werfen als so. Ja, ich habe einen recht hohen Multiplikator, merke ich gerade. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich den Typ da hinten schnell umlege, weil... Der soll mich nicht angreifen, weil wenn er das tut, bin ich in meinem Multiplikator wieder los. Und geschafft. Wunderbar. Vielleicht sollten Hirne und noch mehr auf mich zufliegen. In diesen Typen lasse ich es fürs erste Mal einfach komplett aus. Wobei, wenn ich wieder mehr fliegen könnte, also wenn ich eine höhere Flugleiste hätte, wäre das Ganze einfacher. Aber ich habe leider kein bisschen was. Wo da oben ist. Und da hätte es doch einen Teleportobus, den kann man auch erledigen. Noch eine Munition habe ich übrig. Das ist nicht genug. Aber ein Anfang. Ich sollte ja gleich sehen, wie hoch mein Multiplikator ist, sobald man mein Geld langsam auf mich zufliegt. Da kommt es, im hohen Bogen. Es fliegt, es marscht. Oh Gott, ich muss wegrennen. Es ist toll, wie das so langsam auf einen zufliegt. Ein Multiplikator von 9, ne? Der ist doch schon mal ganz nett, würde ich sagen. Ah, schau mal eine an, da unten ist ja auch noch Kram. Na, trifft das wenigstens? Das trifft wunderbar. Mein Multiplikator ist immer noch nur bei 9. Heilige. Aber ich glaube, das waren alle, die hier noch rumstehen. Oh je, keine Munition mehr. Wobei, ich habe gerade gesehen, da oben ist noch was. Da-dam, 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 da-dam. Aber ich glaube, jetzt war das alles. Ja, das waren sie alle. Wir müssen uns beeilen. Ich riskiere gerade meinen Multiplikator. Wo hört das eigentlich auf? Alter.
Oh, mein Multiplikator, ich hasse dich. Tanz doch einfach mit dem Kubitron. Warum bist du so scheiße? Dafür kriegst du die Rieder zu spüren. Mein schöner Multiplikator. Ich hasse diese Teleporter-Puzzle. Naja, ich habe noch ein bisschen Zeit, um meinen Multiplikator wieder hochzustufen auf keine Ahnung was. Die Folge wird langsam ziemlich lang, wirklich. Ja, mein Gott. Was soll's. Lange Folgen sind auch mal was. Eine Stundenfolge. Denn, da ist noch ein Hirn. Wir haben 35. Und jetzt wäre es gut. Naja. Ja, jetzt wäre es gut, vielleicht wieder mehr fliegen zu können. So, wie mache ich das mit dem Teleporter-Bus da gleich? Ich will meinen Multiplikator nicht schon wieder verlieren. Ich mache das mit dem RIDA. Wobei, der ist eigentlich gar nicht mal so stark für die Typen. Wo muss ich denn hinfliegen? Gut, hat funktioniert. Na dann. Ah, da kann ich mein Fliegen wieder aufladen. Mein Düsenpack. Mein Jetpack. Und 40 von 60. Wir bekommen immer mehr. Das ist gut. Würde ich sagen zumindest. Noch ein paar Waffen. Noch mehr Waffen und Geld. Noch so viel. Da freut sich der Lombax in mir. Und der Dan Johnson ebenfalls. Ich sollte vielleicht nur fliegen, wenn es notwendig ist. Aber dann wäre es ja einfach und langweilig. So, wo geht's jetzt hin? Ich glaube, ich habe da hinten was gesehen. Genau, da ist ja was. Ja, sehr gut. Mein Multiplikator ist wieder auf 5. Das ist doch eine, naja, bessere Zahl als eben 0. Kann ich da üben, wieder mein Fliegen aufladen? Nein, ich kann auf jeden Fall mal dahin fliegen. Das ist auch schon eine Sache, die geht. Ist doch auch gut. Na, das sind sogar Holo-Karten. Und her mit den Karten. Ich brauche sie nicht, aber hey, ich habe sie. Hier sind noch keine Gegner, oder? Ne, sieht nicht so aus. Ne, es sind keine Gegner, komischerweise. Naja, es braucht ja nicht überall Gegner. Ein gegnerfreier Platz kann auch entzücken. Nicht ganz so sehr wie Gegner, weil die können den Multiplikator erhöhen, aber allgemein ist das doch auch mal was Schönes. So, noch ein bisschen Munition und Heilung. Ach, ich bin anscheinend schon voll geheilt. Ich frage mich hier, ob da ganz oben noch was ist oder ob ich da überhaupt hinkomme. Ja, ich komme hin. Es scheint aber nichts zu bringen. Das ist in der Tat tragisch. Nun gut, nicht alle Plätze bilden Zeug. Mir fehlt noch relativ viel eigentlich. Wo ist denn der ganze Kram, der noch fehlt? Sind das so nebensächliche Dinge wie Hirne, die irgendwo mal runtergefallen sind, die ich ja nicht aufgesammelt habe, weil sie irgendwo rumliegen? Ist noch nicht habe oder fehlen da wirklich noch richtig Hirne oder ich weiß nicht. Ich glaube, ich müsste mal durchfliegen. Was für ein Multiplikator habe ich eigentlich? Keinen hohen, ich glaube nur mal 5, ne? Ah, ja, aber ich habe viel Geld. Was erhöhen wir denn? Wie wäre es denn mit dem Aggressor? Gut, und dann suchen wir mal den Aggressor hier und erhöhen den, wenn man ihn irgendwo mal sieht. Habe ich mir auch gerade selbst gekauft. Ist wirklich sehr effektiv. Ah, da ist er ja. Abgefahren. Jetzt bist du fast zu mächtig. Cool.
Okay, dann schauen wir mal nach, was es noch so gibt. Der Rausschmeißer ist schon voll. Der Raptor-Werfer noch nicht mal annähernd. Und dann erhöhen wir den Raptor-Werfer mal, weil ich habe ja genug dafür. Na, mehr habe ich nicht. Schade. Gut, das war doch ganz erfolgreich. Ich habe einen Multiplikator von 5, das ist eigentlich wenig. Ich fliege lieber nochmal durch. Ich habe jetzt auch einen Aggressor, den ich benutzen kann. Das ist schon okay. Denn mit dem Aggressor kann ich viel Schaden austeilen und werde unwahrscheinlich meinen Multiplikator verlieren. Irgendwo bräuchte wieder eine Tankstelle. Hier da hinten zum Beispiel, das sieht doch ganz gut aus. Ah, da guck mal, da ist sogar was. Naja, ich glaube, hier war ich relativ exzessiv schon gewesen. Ich gehe mal da hoch und schauen danach. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob mein Multiplikator auf das Geld, das ich vom Händler bekomme, Einfluss hat, aber nur für den Fall, dass es Einfluss hat, sollte ich mir dann doch schon, naja, viel holen. Ich glaube, den hatte ich ausgelassen, weil ich mir nicht sicher war, dass ich ihn töten kann und gleichzeitig meinen Multiplikator behalten kann. Die Sorge war berechtigt, denn jetzt... Da-dum, da-dum, boah, das ging schnell. Wow. Der Aggressator hat viel erhalten an Erfahrungspunkte und ich habe das Ding besiegt. Gut so. Und da vorne ist ja noch so eins. Ich glaube, hier war ich eher wenig gewesen. Ach, schau mal einen an. Da ist ja noch ganz viel. Ja, warte, den einen da sollte ich mit so ausschalten. Ja, das denke ich, wäre am schlauesten, das so zu regeln. Nur für den Fall, dass da noch Leute sind. Sieht aber nicht so aus. Sieht nicht so aus, das waren sie wohl alle. Man kann halt hier jetzt rein und sich da auch noch was holen. Also das sind auch noch mal, ich glaube, hier unten drin irgendwie. Das wird ja wirklich eine Stundenfolge, meine Güte. Ob ich wirklich schon hier rein will? Hier unten sind halt Gegner, die machen Schaden. Ich weiß nicht. Vor allem, ich könnte da unten wieder meinen ganzen Multiplikator verlieren. Ich will da noch nicht rein. Nee, das machen wir später. Erstmal wieder da hoch. Und zum nächsten dieser Punkte. Das sind noch recht viele von diesen Punkten, wo ich die Kerle einfach liegen gelassen habe. Wie viel von Makrosato habe ich eigentlich noch übrig? Das könnte ich mal gucken, gleich. Aber erst im schlimmsten Falle. Aggressator. Aggressor hat sogar voll. Wunderbar. Das hat doch gut funktioniert. Ah, und da hinten ist dann die Kuppel zu, weil ich noch nicht durch den Untergrund gelaufen bin. Wie viele fehlen eigentlich noch? 5 Stück? Nee, mehr. Quatsch, 8 Stück fehlen. Ich gehe meinen Bonus einlösen. Lieber sicher viel Geld als gar keins. Am Ende bringt der Multiplikator eh nichts und ich habe umsonst ewig gespart. So, da muss ich hin. Ja, da ist er. Die anderen Blag machen sich lustig über mich, weil ich Telepathobus-Hirne sammle. Wie? Aber jeder braucht ein Hobby, stimmt's? Nur 84.000? Das war ja wenig. Meine Güte, war das wenig. Ich dachte, das wäre mehr. Na gut, dann halt nicht viel. Dann halt nur ein bisschen. Dann wollen wir mal zu deinen Kuppel fliegen, die noch fehlt. Da hinten, ich sehe sie schon. Also einfach geradeaus ab jetzt.
Da mal kurz tanken und dann geradeaus. Dann geradeaus, das geht am einfachsten. Und wenn man geradeaus geht, kann man nicht nach links und rechts abdriften. Na, da hinten ist es. Ich lade noch kurz einmal auf und dann geht's in den Spaß hinein. Ich glaube aber kaum, dass da 8 Gehirne nach unten sind. Da fehlt irgendwo noch was, glaube ich. Huch. Wo kommt das ganze Geld her? Ich habe hier schon eine Bombe reingeworfen, auszusehen. Naja gut, brenne. Los, brenn mal. Hier sind ja doch einige Hirne. Na, krieg's nicht so wirklich hin. Okay, ich hab's geschafft. Ah ja, ich habe meinen Multiplikator noch nicht verloren. Also ich wurde noch nicht getroffen. Das finde ich schon mal immerhin gut als Errungenschaft. Und da vorne kommen Gegner. Na dann. Und dann erledigen die wir heute mal einfach so. Indem wir nichts tun. Einfach auch rumstehen. So ein Feld, bei dem man einfach Gegner töten muss und dann ihre ihre Überbleibsel einfach einsammeln muss, das gibt's so in ziemlich jedem Ratchet & Clank eigentlich. Und auch in diesem natürlich dann auch. So, 2 Stück fehlen noch. Das heißt, ich muss keinen Telepathopus mehr besiegen, ich habe irgendwo etwa 2 Gehirne vergessen oder übersehen, was auch immer. So, wo könnten die liegen? Ja, da könnte ich... da hinten. Gut, die Frage war relativ unbegründet. Und das machen wir mit einem Knall nebenbei, meine Freunde. Wunderbar. Ach halt, hier ist gar nichts. Ich dachte, hier wäre noch was. Oh doch, da war ja einer. Ups, ich habe ja wirklich einen mehr. Vielleicht noch ganz oben? Vielleicht? Na, vielleicht? Vielleicht, komm, bitte. Mir fehlt nur eine. Mir fehlt nur ein schäbiges Gehirn. Wo könnte das bloß liegen? Das habe ich 100 Prüfer irgendwo übersehen. Na, immerhin, das Geld ist ganz gut, die Belohnung. Ah, da habe ich es übersehen, da liegt's. Aber definitiv komme ich vorbei. Es ist nicht viel, aber ein bisschen ist es. Und das waren die Fundorte aller Telepathopus hier. Falls irgendeiner dieses Display schaut und sich denkt, ich komme nicht weiter, hilf mir mal gerade. Jetzt hast du gesehen, wie du alle dieser Hähne erhältst. Ich hoffe, das hat geholfen. Wenn nicht, dann tut es mir leid und du hast deine Zeit vergeudet. Je nachdem, wie du willst. Ich weiß ja nicht. Wer dieses Video sah, das schaut das übrigens. Aber definitiv war es unterhaltsam für mich zumindest. Das kann man auch so kaufen. Man kann noch die verbesserte Grubi-Bombe kaufen. Oder die Handschuhe der Apokalypse. Denn. Ach, die kostet ja richtig viel. Nehmen wir aber das Grubi-Dorn-Ding. Ist halt jetzt nur Omega-Grubi-Bombe oder so. Sie alle gesammelt und jetzt erstelle ich meine Armee. Du meinst, du nutzt sie zugunsten der Plaggemeinschaft? Ja, klar. Mach dich auf etwas gefasst. Daryl, klaust mein Thunfisch-Sandwich aus dem Kühlschrank. Da hast du dich mit dem falschen Plagg angelegt. Viel Spaß mit deiner Belohnung. Ja, 14 ist jetzt nicht so schlecht. 10 waren es, meine ich. Das hat sich vielleicht irgendwo ein bisschen gelohnt. Naja, eher weniger, aber hey. Man soll ja Spaß bei diesem Spiel haben. Und nur mit 100% kann man wirklich Spaß haben. Ja, ist doch schick. So, was haben wir noch so? Ja,
Handschuhe der Apokalypse. Haben wir den Rest alles schon auf 100%? Ne, die Ruby-Bombe noch nicht. Okay. So, das war's auch schon für heute, für dieses Level. Dann verlassen wir auch mal diesen Ort. Wir haben so wirklich alles hier rausgewirtschaftet, was irgendwie zu holen gab. Oder? Ja, das war alles. Gut, dann bis zum nächsten Mal, Ratchet & Clank. Wir sehen uns dann. Habt Spaß. Und freut euch am Leben.